Herzlich willkommen zu einem weiteren Part am Dark Parables der Dröschens Fluch. Ich muss doch mal von hier aus spielen. Hier können wir den Besen benutzen. Also es ist leider nicht mehr blind, was ich jetzt gerade mache. Aber es finde ich jetzt nicht so ganz dramatisch. Ich glaube, dramatischer wäre es wirklich, wenn die Aufnahme gar nicht mehr zu retten wäre. So, wir haben auch eine Menge Notizen, die ich nicht gelesen habe, natürlich. So, das haben wir natürlich auch gemacht. So. Und dann werden wir doch freudig wieder puzzeln. Wie gesagt, ich hatte es schon gemacht, deswegen werde ich jetzt hier so ein ganz kleines bisschen durchhetzen, so wie ich kann. Ich glaube, so dramatisch kann ich nicht durchhetzen. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Da oben haben wir noch was. War nicht hier noch irgendwie was? Nee. Und hier und da. Manchmal ist es wirklich so ganz doof versteckt, dass ich das kaum sehe. Ach, hier. Aber selbst da wäre noch nicht alles fertig. Auch wenn man es jetzt nochmal spielt, also es ist wirklich immer etwas schwieriger als gedacht. Besonders wenn so ein Holzscheit tatsächlich hier irgendwie was ist. Also es sind jetzt so zwei kleine Stückchen. Ich werde mal einen Hinweis benutzen. Siehst du da? Und wenn dieser Kreis kommt, dann sieht man ja auch ganz genau, wo es ist. Und dann denkt man so, oh ja, ach ja, stimmt, genau. Und hier oben ist noch das letzte. Habe ich gesagt, das letzte stimmt überhaupt nicht. So, ich gerade eben noch so aus dem Augenwinkel gesehen, dass wir hier den Grabstein der Königin bekommen haben. So, und wir haben auch noch verschiedene andere Sachen, die wir auf jeden Fall inspizieren müssen. Das haben wir auch fertig gemacht. So, ich bin ein mächtiges Symbol der Liebe, das haben wir leider noch nicht. Das können wir leider noch nicht fertig machen. Und dann gehen wir erstmal nach oben, unsere alten Wege einmal ab und gucken, ob sich hier irgendwie was verändert hat. Die haben alle ihre Zauberstäbe natürlich bekommen. Ich weiß gar nicht, was es mit diesem Spindelzimmer auf sich hat. Hier gibt es was Neues. Was haben wir hier? Den Prinzessinnen... Oh ja, gut, genau, den brauche ich auf jeden Fall. Den hatte ich auch noch nicht. Den hatte ich schon, aber den hatte ich dann auch wieder nicht. So, hier. Da, hier ist noch ein Stückchen. Doch, wenn man es also einmal gespielt hat, ist es nicht mehr so ganz so unheimlich schwer, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich noch so ein bisschen schwer halt. So ein bisschen schwer ist es tatsächlich noch. Hier ist noch der letzte Stückchen. Hätte ich fast schon wieder übersehen. So, dann gehen wir mal weiter. Ich frage mich, ob wir diese Dämonenstatuen voll kriegen, weil ich glaube, alle kriege ich eh nicht. So, gehen wir mal hier rein. Hier können wir dann auch die Kneifzange benutzen. Und den Prinzessinnen-Schlüssel. Da haben wir dann ein Zepter, was wir bekommen haben. Und ich glaube... genau, das wollte ich auch noch berühren. Leider nichts mehr machen. Wir gehen jetzt aber trotzdem hier einmal lang, weil ich noch gucken möchte, ob sich hier irgendwie was nochmal verändert hat. Und wenn wir hier sind, dann können wir ja sowieso gleich zum Alchemielabor gehen. Und hier einmal den, müssen wir auch nichts mehr machen. Hier ist auch alles fertig soweit. So, dann bekommt sie natürlich ihr Zepter jetzt in die Hand. Und dann öffnet sich hier etwas. Was haben wir bekommen? Das Stallschild Wasser. Ach ja, genau. Wir müssen ja noch auf jeden Fall das Pferd rausholen. Oh nein. die schwarze Rose können wir schon zusammensammeln. Das ist auch so gemein. Ja, manchmal erinnert mich ja sicher so ein bisschen dran.
Wie gesagt, an alles erinnere ich mich leider nicht. Darum. Muss hier wieder so ein bisschen suchen. Ich bin erschrocken jetzt ein bisschen. Vor allen Dingen, ich finde das ganz schön gemein. Also, ich finde es gar nicht mal so, manche, also man sieht es überhaupt nicht, es ist einem gar nicht mal so logisch. Aber dann, wenn man sieht, wo es ist, dann. Ach ja, natürlich, total logisch. So, das heißt ja wirklich nur dieses winzige kleine Teil. Das ist einfach so ein Zähler. Ich hätte es nicht gesehen. Ach nein, oh Gott! Wir müssen ja noch das andere so. Nein. Oben. Gott sei Dank habe ich das trotzdem ohne den gefunden. Das ist so ein Glück. Tadam. So, dann können wir hier auf jeden Fall das Stallschild Wasser einsetzen. Na komm. Und befreien somit das Pferd. Das, was wir natürlich auch noch abgeben müssen. Im Alchemielabor machte ich eine bemerkenswerte Im Alchemielabor machte ich eine bemerkenswerte Entdeckung. Ich stieß auf einen Zaubertrank, der die schlafende Prinzessin wecken könnte. Aus den gefundenen Aufzeichnungen geht hervor, dass der Trank seine Wirkung nur entfaltet, wenn der Fluch wieder aktiv ist. Was erklärt, warum Dornröschen damals nicht aufwachte. Es ist nun an mir, die Tat zu vollenden und den Fluch ein für alle Mal zu brechen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall eigentlich. Erstmal möchte ich ganz gerne. Warte mal, war das Pferd hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, hier war das ja mit der Spinne. Das war ganz falsch. Ich glaube, da müssen wir hier hin. Ach ja, genau. Dafür bekommen wir jetzt den Schlüssel, den wir auch natürlich brauchen. Ich werde mal einmal alles abklappern. Ich glaube, hier müssen wir sowieso was brauen. Diesen Trank. So, versuche ich mal so ein bisschen schnell zu sammeln. Wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Fehlt ja noch ein so ein Ding oder was, das natürlich hier ist. So, und damit haben wir den Rosentrank gefunden. Hier scheint auch nichts mehr Neues zu sein. Hier will ich noch mal einmal kurz nachgucken. Das habe ich mir schon gerade eben gedacht, aber ich will noch mal einmal hier hingucken. Ich will immer so einmal alles abklappern. Ihr wisst ja, wenn man nicht guckt, dann nee, andersrum. Obwohl, warte mal. Nee, hier ist auch alles still und ruhig. Da war auch nichts Großartiges drinnen. Wir jetzt hier ein Hammer. Wozu brauchen wir denn einen Hammer? Achso, jetzt wollte ich da gerade drauf tippen, um die Sachen so zu sammeln, aber das geht natürlich nicht. So, mal zügig ein bisschen was sammeln. Das war doch. Warum nimmt man nicht eigentlich die Axt? Naja. Also da frage ich mich beispielsweise, wie soll ich unter diesen 1000 Hammern, Holzscheide zumindest, rausfinden, welcher der eine ist, der nicht benutzt wird. Das ist doch total dumm. Jetzt haben wir zumindest die beiden Sachen schon mal fertig. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen besser hingucken müssen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Teil. Das sieht mir auch so danach aus. Und dann brauche ich noch zwei Teile.
zwei Teile. Ich sehe sie nicht. Also das finde ich echt gemein, das beispielsweise in so einem anderen Ton einzufärben, dass man das echt nicht sieht, das ist aber echt gemein. Tja, das wird jetzt, glaube ich, ewig dauern. Aber ich sehe auch nicht dieses Teil. Das ist es auch nicht. Drinnen? Nee. Ich wette mal, es fällt mir gleich wie Schuppen von den Augen. Komm, mal laden wir schneller. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, es ist das letzte Rätsel, was wir machen müssen. Und bestimmt habt ihr es alle schon gesehen, nur ich bin die Letzte. Ich sehe es echt nicht. Ganz ehrlich mal, da habe ich bestimmt schon dreimal darauf getippt. Also so gefühlt. So, dann haben wir hier noch einen Hammer. Wozu brauche ich denn den Hammer? Ja, und dann, wie ihr gerade schon auf dem kleinen Vorschaubildchen vielleicht gesehen haben, oder habt, ist das jetzt an der Zeit? Oh Gott, hab ich jetzt. Oh, Grusel, Grusel. Wie war das erledigt? Das ist immer noch so eine gruselige Statue. So, mal das. Aber wir hatten doch noch andere Platten gesehen, oder? So. Hier können wir nämlich dann die schwarze Rose platzieren. Was ist denn der Hammer da? Oh, wie war das denn jetzt? Auch nichts mehr. Hm. Wozu brauche ich denn den Hammer? Eine leere goldene Vase befällt sich verströmt einen durchdringenden Blumenduft. Das ist so ein Wundertoll. Wozu brauche ich nochmal diesen Hammer? Irgendwas kaputt zu machen. Hier war ich ja auch drinnen. Mir fällt gerade partout nicht mehr ein, wozu ich diesen Hammer brauchte. Darum möchte ich nochmal. Wozu brauche ich denn so einen Hammer? Irgendwas, denke ich mal, kaputt zu machen oder so, denke ich mir mal, oder? Hm. Hä? Oh, hier müssen wir hin. Oh Gott, bin ich doof. Das ist mir echt nicht eingefallen. Das heißt, wir müssen echt wieder hier zurück. Das ist auch das erste Mal, dass ich diese Funktion benutze. Und zwar hier ist ja diese Flasche. Tadam. Was haben wir hier? Die Rosenscheibe Herz. Da wollen wir jetzt natürlich auch sehr schnell zu diesem Herzding gehen. Wenn du des Nachts am Himmel blickst, siehst du tausend von uns. Das ist natürlich der Stern. Und so, jetzt kann das ja nur noch die Rose sein. Und da liegt sie, die. Ich krieg Gänsehaut, ey. Wow. Ich
Ich krieg Gänsehaut und ich habe nicht auf den Timer geklickt. Naja, das ist nicht schlimm. Machen. Moment, ganz kurz. Dann machen wir jetzt nochmal so 8 Minuten. Dann passt das schon so. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese Blume bekommen. Jetzt können wir nämlich noch weiter zurück. Genau. Und jetzt auch hier rein. Die weiße Rose dort hinsetzen. Und dort sehen wir sie. Oh nein. Oh nein, ich hatte vergessen, was wir machen müssen. Die Prinzessin schläft tief und fest. Ich muss einen Weg finden, sie aufzuwecken. Geh weg. Da ist auf jeden Fall eine Taube. Im Fenster sitzt eine Brieftaube. Das kann ich auch nicht lesen. Eine metallische... Was? Eine metallische Schale ist mit dieser seltsamen Apparatur verbunden. Anscheinend sollen von dort das... Also das müssen wir auf jeden Fall hier einfüllen. Und da wird es echt richtig, richtig creepy. Ja, wir müssen jetzt die Hexe bekämpfen. Das ist so doof. Das ist echt zum Kotzen. You cannot stop me. Doch. Ich hoffe es zu melden. Ich frage mich auch ganz ehrlich mal, wie Kinder das hinkriegen sollen, wenn die das noch nicht so gut können. Ich meine, das ist ja schon sehr anstrengend für mich. Ich bin ja schließlich jetzt kein Kind mehr, ne? Aber trotzdem, ich finde das ganz schön anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es sehr anspruchsvoll, auch wenn das jetzt so ein bisschen pipi aussieht. Ja, meine Strategie ist eigentlich, nachdem ich das gesehen habe, sofort eigentlich zu reagieren, damit ich noch genug Zeit habe, nee, das war schon mal falsch, das fertig zu machen. Das kommt dahin oben. Rund. Wo ist denn rund? Shit. Da. Mit Punkten. Das. Nein, 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 das. Jetzt kommt das. Das Runde. Oh. Ich finde das echt anstrengend, tatsächlich. Das ist merkwürdige. Die Hörnchen. Das. Ich hoffe, wir haben gleich gesiegt. Das ist nämlich super, also quasi der Endboss, wenn man so möchte. Thank you, Detective, for fully lifting this dreadful curse. My body is weak from centuries in slumber. I'll rest here for just a bit more. When the curse resurfaced, it also awakened the spirit of the evil godmother. She led you here to find my sleeping body. With it, she can once again materialize in human form. You have done well. For now, she is gone forever, along with the cursed vines. Your city is now safe. However, another curse has awakened, one that will submerge our world in water. To stop it, you must find the fabled Frog Prince, as he still lives among us to this day. The carrier pigeon has given hints to his location. Good luck in your next investigation, Detective. Obwohl bisher angenommen wurde, dass es sich lediglich um eine Märchenfigur handelt, gelang es dir, die schlafende Prinzessin zu finden und ihren Fluch zu bannen. Da deine Stadt der drohenden Gefahr nun entronnen ist, überreicht die Prinzessin eine Krone und bittet dich, eine weitere Bedrohung aus dem Weg zu räumen. Mit deiner Karte ausgestattet, die Brieftaube bei sich trug, beginnt schließlich deine Suche nach dem sagenumwobenen Froschkönig. Mal schauen. Oha. So den Schwermodus jetzt. Würde mich ja per se ein bisschen interessieren. Könnten wir auch spielen tatsächlich. Würde ich dann aber machen, wenn das wirklich guten Anklang gefunden habt und ihr wirklich Lust darauf habt. Ich bedanke mich erstmal. Ja, hier unten sehen wir es auf jeden Fall. Ich habe als Coco gespielt, weil... Ich muss es nochmal nachspielen. Hey!
Ja, werden wir schauen, ob wir das machen. Da bitte ich dann wirklich um eine schnelle Fort- oder beziehungsweise Rückmeldung einfach gegen. Ich werde es, denke ich, mal so einen Monat noch drauf lassen und dann aber auch löschen. Weil, wie gesagt, es ist nur auf CD, es ist jetzt keine Steam-Version oder so, weil es mir einfach zu teuer war. Ne? Also da gebe ich doch lieber irgendwie, ich habe da 1,50 Euro oder was für bezahlt, anstatt für 10 Euro. Dann kann man auch das machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich kann auch gerne mal einmal hier so ein bisschen die Mitwirkenden zeigen. Blue Tea Games. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, wenn ihr zugeschaut habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zum Froschkönig wieder einschalten werdet. Das werden wir dann in ein paar Tagen dann weiterführen. Ich würde es sogar für mich persönlich auch weiterspielen, weil ich es total interessant finde.